Jesus fragt: Was hast du mit den dir anvertrauten Talenten gemacht? 7. Juli 2015. Worte von Jesus durch Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Claire begann: Heute Abend haben Ezekiel und ich uns eine kleine Pause gegönnt. Wir haben uns einen Film namens Camp angeschaut. Es ging um unterprivilegierte Kinder, Waisenkinder und so weiter, die in ein Camp fahren. Es war ein sehr rührender Film. Nur um euch eine Vorstellung zu geben. Die Geschichte drehte sich um einen kleinen Jungen, dessen Mutter heroinabhängig und nur mit sich selbst beschäftigt war. Sie hat nicht einmal Essen für das Kind im Kühlschrank, sagt ihm ständig, dass es in seinem Zimmer bleiben soll. Er darf nirgendwo hingehen, nichts tun. An seinem Geburtstag geht sie zu einer ihrer Verabredungen und lässt ihn allein zu Hause zurück, ohne irgendetwas zu essen. Dann kam sein Vater ins Haus gestürmt und suchte nach Geld. Da der Junge hungrig war, hatte er in die Keksdose gegriffen und das Geld herausgenommen, das dort lag. Als der Vater das sah, wollte er wissen, wo das restliche Geld sei, denn der Junge hatte nur noch ein bisschen übrig. Und so schlug der Vater ihn zu Brei. Er zerbrach einen Besenstiel und schlug ihn mit dem Besenstiel. In der nächsten Szene wird er in einem Krankenwagen abtransportiert, um ihn wieder aufzupäppeln, um ihm zu helfen und ihn in ein Lager zu schicken. Dann kommt dieser Geschäftsmann daher. Er lebt auf der Überholspur. Er hat einfach alles, auch einen Porsche. Er fährt in dieses Camp, um eine Frau zu beeindrucken, die sehr, sehr reich ist und einen Finanzberater braucht. Eine ältere Dame. Also gibt er sich als Campberater aus und bietet an, diese Aufgabe zu übernehmen. Sie nimmt ihn also auf und er sitzt die ganze Zeit auf dem Sofa und macht Geschäfte. Offensichtlich ist er nicht mit dem Herzen bei dem, was er eigentlich tun sollte, was er als Campbetreuer tun sollte. Der Rest des Films handelt von der Verwandlung dieses kleinen Jungen und dieses Geschäftsmannes. Es war wirklich sehr bewegend. Ich habe am Ende geweint. Ich mag keine Filme, bei denen ich weine, aber ich musste einfach weinen. Etwas später saß ich mit dem Herrn zusammen, um ihm zuzuhören und zu sehen, was er heute Abend zu sagen hat. Und er änderte das Thema nicht. Er blieb genau bei dem, was ich gerade emotional durchlebte. Als wir einige Zeit miteinander verbracht hatten, versuchte er, mich zu trösten. Und ich versuchte, ihn zu trösten. Denn ich weiß, dass er oft mit solchen Situationen zu tun hat. Aber an einem Punkt bat er mich, mit der Anbetung aufzuhören und einfach bei ihm zu sitzen und zuzuhören. Also tat ich das und er sagte Folgendes: Das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein des Leids, mit dem ich jeden Tag konfrontiert bin. Ihr könnt euch nicht einmal ansatzweise vorstellen, wie weit verbreitet diese Art von Missbrauch ist. Deshalb habe ich meine Engel, jene, die bereit sind, ihr Leben zu opfern, um sich um diese Kleinen zu kümmern, die in Wahrheit keine Hoffnung haben. Das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber lasst euch davon nicht unterkriegen oder entmutigen. Alles hat einen Zweck, einen Plan und eine Jahreszeit. Und auch wenn das Leid für diese Kleinen jetzt wie aus dem Nichts zu kommen scheint, komme ich, um der Menschheit ihre Menschlichkeit zurückzugeben. Aber Herr, was ist mit denen, die keine Chance bekommen haben? Claire, niemand auf dieser Welt ist ohne irgendeine Chance.
Was für ein Gott wäre ich, wenn ich nicht mit Möglichkeiten reagieren würde? Wie könnte ich Gott sein und nicht reagieren? Herr, du weißt doch, wie die Evangelischen über die Verlorenen und Unerlösten reden, die niemanden haben, der ihnen die frohe Botschaft bringt. Soll ich meine Schöpfung in den Abgrund werfen, ohne ihr vorher eine Chance zu geben? Der Mensch hat Formeln, ich habe Barmherzigkeit. Einige würden sagen, dies sei Gotteslästerung, Herr. Einige, wenn nicht alle, haben nur ein sehr begrenztes Wissen über mein Wirken. Sie denken, sie wüssten es aufgrund meines Wortes, aber sie kennen mich nicht wirklich in meiner Tiefe, besonders nicht die Tiefe meiner Barmherzigkeit. Also sagst du, dass alle eine Chance haben? Ich sage, dass ich für alle einen Fluchtplan habe. Es liegt an ihnen, ob sie ihn annehmen oder nicht. Aber glaube mir, ich lasse niemanden ohne Zuflucht. Ich habe dich gefunden, nicht wahr? Ich musste warten, bis du bereit warst. Aber ich habe dich gefunden und dich aus den Händen der Finsternis in mein wunderbares Licht geführt, nicht wahr? Ja, das hast du getan. Dann vertraue mir. Ich habe Pläne für jede einzelne Seele. Plan A, Plan B, Plan C und sogar Plan D. O Claire, ich bin unerbittlich, wenn es darum geht, Seelen nachzugehen, bis sie mich rundheraus ablehnen oder mich annehmen. Unerbittlich. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Es wird so viele Überraschungen geben im Himmel. Kinder meiner Barmherzigkeit. Der Mensch hat Regeln und Formeln. Ich habe Barmherzigkeit. Sie ist in meine Hände gelegt worden. Ich werde barmherzig sein, mit wem ich barmherzig sein will. Was sollen wir dann sagen? Ist Gott ungerecht? Ganz und gar nicht. Denn er spricht zu Mose: Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Es kommt also nicht auf das menschliche Wollen oder Bemühen an, sondern auf Gottes Barmherzigkeit. Das ist Römer 9,15. Wiederum ist die Religion zu einem Stolperstein für meine Gunst bei den Menschenkindern geworden. Hätten sie mich nur gekannt, mich wirklich gekannt, gäbe es keine Notwendigkeit für all diese Regeln. Denn seht, die Art und Weise, wie ich das Universum leite, ist so, dass es für jeden eine Lektion gibt. Und ich brauche die Menschen nur dafür, dass sie lehren, wie man meine Wege und mein Wirken erkennt, damit meine Kinder von mir lernen können. Die Wege der Menschen sind Gift, Gottes Wege sind Leben. Aber Herr, du hast so viel Wert auf Gehorsam gelegt und wie du Gehorsam segnest. Ja, denn der Weg des Menschen ist nicht mein Weg. Dennoch müsst ihr von den Vorbildern lernen, die euch gegeben sind. In diesem Fall setze ich also Menschen in euer Leben, die euch helfen, meine Wege zu erkennen. Aber natürlich werden die Menschen immer Menschen bleiben und durch Angst und Manipulation ausnutzen, wen sie können. Dennoch bin ich gekommen, um meine Leute vom Joch der Knechtschaft gegenüber dem Gesetz zu befreien. Und jetzt wird die Liebe zum Gesetz. Als ich am Kreuz starb, habe ich euch meine Liebe gezeigt und den Weg der Liebe geöffnet. Und ich gab euch reichlich Beispiele, wie Liebe aussieht.
Claire, wenn du sonst nichts verstehst, verstehe dies. Ich wünsche mir, dass alle zu einem Verständnis dessen kommen, wer ich bin, und dass sie aufhören zu versuchen, ihre Vorstellung von Heiligkeit zu erreichen, indem sie die Leitersprossen der Menschen erklimmen. Ich wünsche mir, dass alle meine Liebe kennenlernen, durch das Vorbild meiner Liebesbotschafter, welche sie anderen zeigen. Ja, es wird immer Misserfolge geben, jene, die die Last der Liebe nicht tragen können, die für ein gutes Beispiel notwendig ist. Aber wir werden niemals aufhören, es zu versuchen, niemals aufgeben, sondern weitermachen, selbst in den trostlosesten Winkeln der Erde. So vieles wird erst verstanden werden, wenn ihr hier seid. Aber jetzt ist es so wichtig, dass die Menschen es begreifen. Mir geht es um Liebe und Barmherzigkeit. Ich bin gerecht und freundlich. Ich suche nach den Früchten der Rechtschaffenheit bei meinen Leuten. Ich habe geliebt. Und jetzt suche ich nach den süßen Trauben der Liebe, um sie an die Gebrochenen zu verteilen, damit sie geheilt werden. In meinen Augen gibt es kein größeres Versagen, als in der Liebe zu versagen. Das ist die höchste Prüfung der Jüngerschaft. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Ganz gleich, was ihr als Christ getan habt. Wenn ihr diese Prüfung nicht besteht, habt ihr als Christ versagt. Vielmehr werdet ihr euch draußen vor den Toren bei den Heuchlern wiederfinden, wo es heulen und Zähneklappen geben wird. Aber versteht, jedem gebe ich eine bestimmte Anzahl Talente. 1, 2, 3, 10, 20. Jeder hat eine bestimmte Anzahl von Talenten, Orte, an denen Liebe gelehrt und gepflegt wird, wo den Seelen Chancen und Jüngerschaft angeboten wird. Und dann kommt die Zeit der Rückzahlung. Wenn ihr in einer intakten und gesunden Familie aufgewachsen seid, in der ihr mit großer Fürsorge herangezogen wurdet und wo es viele Möglichkeiten für Wachstum und Glück auf eurem Weg gab, dann wird viel mehr von euch erwartet. Wenn ihr aber aus einer Familie wie der dieses kleinen Jungen kommt, in der ihm nichts als Härte, Grausamkeit, Ablehnung und Vernachlässigung zuteil wurde, dann seid ihr auf eurem Lebensweg stark behindert. Von einem misshandelten Kind erwarte ich nicht das, was ich von einem Kind erwarten würde, das unter den allerbesten Umständen aufgewachsen ist. Und doch reicht die Gnade, die ich dem armen Kind übermittle, aus, um es aus seiner Misere herauszuholen, wenn sie richtig eingesetzt wird. Manchmal bleibt mir nichts anderes übrig, als sie früh zu nehmen. Ein anderes Mal werde ich zusehen, wie sie sich abmühen, bis sie an Altersschwäche sterben, einsam, gebrochen, alkoholkrank, an einer Lebererkrankung dahinschwindend, ohne jemanden, der sie tröstet. In diesem Leben geht es ums Geben, falls ihr das noch nicht bemerkt habt, und diejenigen, die sich zurückziehen und alles für sich behalten, sind die schlimmsten Verlierer. Und doch komme ich zu ihnen und biete ihnen Gelegenheiten zur Umkehr, besonders wegen der Güte meiner Jünger, die ich zu ihnen sende. Du siehst also, ich habe eines von diesen direkt vor dich gesetzt. Die Bitterkeit ihrer Verluste war so überwältigend, dass sie sich versteckte und ihr Leben vergeudete. Manche tun das, manche lernen es nie. Manche finden es im letzten Moment heraus und sind reif für die Ernte. Ja, das ist es, warum ich meine Zeit abwarte. Ja, das ist meine Strategie. In jenem schicksalshaften Moment werde ich die schlechten Entscheidungen, die sie getroffen hat, der Seele offenbaren und ihr eine letzte Chance geben, zu bereuen und meine Vergebung anzunehmen. In jenem Moment sind sie völlig am Boden zerstört
und haben keine Kraft mehr in sich, um zu kämpfen. Das ist der Moment, wo ich sie mit meiner Liebe besuche. Sie haben keinen Widerstand mehr. Bete, dass sie in jenem Moment mich, den Geliebten ihrer Seele, umarmen wird. Aber jedem gebe ich Gnaden und jedem steht es frei, sie zu vergraben oder sie zu nutzen, mit ihnen zu arbeiten, um Früchte hervorzubringen. Einige haben 50 Talente, andere haben nur eines. Es kommt darauf an, was ihr mit dem, was ihr habt, tut. Ich bin immer gerecht, verständnisvoll und schenke weitere Chancen. Das Leben ist so komplex, so beschwerlich, aber ich besuche jedes mit der Gnade des Tages, ob gläubig oder ungläubig. Ich besuche mit Gnaden. O ja, Herr, ich erinnere mich, als du mich besucht hast, mit der Gnade zu kämpfen und meinen Traum zu leben. Und du hast dein Talent investiert bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich dich wegrufen musste, um dich für deine nächste Mission vorzubereiten. Du siehst also, ich habe einen Plan und ein Mittel für jede einzelne Seele. Es liegt an ihr, wie sie damit umgeht, und es liegt an denen, die etwas haben, für jene zu sorgen, die nichts haben und Hilfe brauchen. Also sage ich zu dir, meine Braut, sei in keiner Weise aufgeblasen über deinen Status bei mir. Du hast Talente bekommen und sie weise eingesetzt. Aber es gibt andere unter euch, denen ein winziger Teil dessen gegeben wurde, was du hast. Und sie bringen mit ihrem Schärflein der Witwe eine größere Gnade hervor als diejenigen, die mit einem geistigen Bankkonto voller Talente begannen. Schau also niemals auf die Kleinen herunter. Du weißt nicht, mit wenig sie ihr Leben begonnen haben, verglichen mit dir, die ich mit vielen Talenten ausgestattet habe. So kann sich niemand vor mir rühmen. Kein Mensch kann das Gute, das er getan hat, für sich in Anspruch nehmen. Alles kehrt zu seinem Schöpfer zurück, der ja seine eigene Substanz in jedes investiert hat und nun kommt, um seine Investition zurückzufordern. Ein Teil der Vorbereitung meiner Braut, ein Teil des Öls in euren Lampen bezieht sich darauf, mir in dieser Mitternachtstunde einen beträchtlichen Gewinn zu bringen. Mit dem, was euch gegeben wurde, was habt ihr vorzuweisen? Was habt ihr getan? Wo sind die Seelen, die ihr mit meiner Investition in euch berührt habt? Wo sind die geistigen Kinder und Enkelkinder eurer lebenslangen Arbeit? Niemand weiß jemals wirklich, welche Früchte er geerntet hat. Das wird sich erst am letzten Tag zeigen, wenn alles vor das große Tribunal Gottes gebracht wird. Dann werden wir alle die verborgenen Früchte sehen, von denen niemand außer mir wusste. Wir werden auch das Heu und die Stoppeln sehen. Das, was äußerlich gut aussah, aber im Innern nur ein Vakuum war, das Ressourcen aufsaugte und nichts zurückgab. Alle werden dem Licht ausgesetzt sein und viele werden in jener Zeit mehr Ehre und Gaben empfangen, als sie je in diesem Leben hatten, auch wenn ihr Leben für die Menschen fruchtlos aussah. Andere, die sich mit all ihren Taten brüsteten, werden mit leeren Händen vor mir stehen. Ich allein kenne die Wahrheit über euer Leben. Lebt für mich in diesen letzten Stunden und Tagen. Lebt dafür, dass mein Reich kommt, dass mein Wille geschehe. Lebt nur für mich und an jenem Tag werdet ihr nichts haben, dessen ihr euch schämen müsstet.